Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Teil 2 unserer Jahresfavoriten 2021 Community Edition. Ich freue mich so sehr. Es gab gestern schon Teil 1. Ich habe das Ganze aufgesplittet, weil es sonst viel, viel zu lang geworden wäre. Wir widmen uns heute in diesem Video Eyeliner, Kajal, Lidschatten, Lippenmascara, Nagellack, Tools und Primer. Im Video gestern konntet ihr bereits die Kategorien Augenbrauen, Blush, Bronzer, Concealer, Fixing Spray, Foundation, Highlighter, Pflege und Puder sehen. Falls ihr das verpasst haben solltet, werde ich es euch in der Infobox verlinken und am Ende von diesem Video und hier oben im i. Also werdet ihr auf jeden Fall dahin finden können, wenn ihr euch dieses Video in Ruhe angesehen habt. Es lohnt sich auf jeden Fall beide Videos total. Ich habe euch auf Instagram und YouTube gefragt, über Wochen hinweg das Ganze mit Strichlisten gemacht, was am meisten genannt wurde, ist ausgewertet und hier sind die Produkte, die meine Community begeistert haben und es ist super spannend und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Aber als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe und wir starten auch direkt, denn es wird lang und zwar mit der Kategorie Kajal und Eyeliner, denn wir machen das Ganze hier nach dem Alphabet bei den Kategorien und ich muss sagen, beim ersten Produkt bin ich direkt total dabei. Ich werde auch hier das so ein bisschen kommentieren, genau wie ich es im ersten Teil gemacht habe. Denn von Relove hat euch offensichtlich auch der Slick Flick Eyeliner sehr begeistert, so wie mich auch. Ich liebe den. Ich trage ihn auch heute zu diesem Look. Er ist auch in einer meiner Boxen mit Cosmetic for Less zusammen. Genau auch wie der zweite Eyeliner, der es in eure Jahresfavoriten geschafft hat. Und ich freue mich einfach so sehr darüber, wenn ich weiß, ich liebe Produkte. Und ihr liebt sie auch. Ich meine, man muss sich nicht immer einig sein. Oh. Ich werde schon ein bisschen heiser, weil ich eben gerade schon den ersten Teil gedreht habe und so viel geredet habe. Jedenfalls hat euch auch der Renaissance Eyeliner in Braun begeistert von Make-Up Revolution. Und auch den liebe ich total. Auch der ist in einer meiner Boxen mit Cosmetic for Less zusammen. Einfach ein total toller Filz-Tip-Liner. Ich muss sagen, da hat mich das richtig schockiert. Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass auch von Gatovi die Eyeliner es in eure Jahresfavoriten geschafft haben. Es wären auch welche, die in meinen Jahresfavoriten zu finden wären auf jeden Fall. Gerade auch der Lilane ist so wunderschön. Ich habe den auch. Und ich bin gerade geschockt von den Bewertungen auf der DM-Seite. Denn ich finde den einfach hammer, hammer gut. Der Schwarze ist auch sehr beliebt gewesen bei euch und der ist auch besser bewertet. Ich muss sagen, der lilane Eyeliner hinterlässt halt einen Stain, ne? Also der färbt halt euer Augenlid ein. Das ist aber total normal bei allem, was sehr stark rot, pink, lila pigmentiert ist. Also alles, wo halt rote Pigmente drin sind, blaue Pigmente drin sind, sehr stark. Dann passiert das einfach. Das ist völlig normal. Seid ihr einfach nur vorgewarnt. Dann auch von Gatobi die Kajal Line Me Up. Boah, die sind so, so unfassbar gut. Ich bin unglaublich verliebt und ich muss einfach mir noch alle restlichen Farben auf jeden Fall auch kaufen, die es gibt. Die halten so fantastisch auf der Wasserlinie. Man kann die aber auch mit einem Pinsel aufnehmen und dann als Eyeliner oben auftragen. Dann Classic ist eigentlich auch immer mit dabei. Ihr liebt die Essence Kajal Stifte. Da muss ich sagen, mag ich am liebsten die so gelmäßig sind, die man so rausdrehen kann. Das ist jetzt, glaube ich, hier aber die Standardvariante, die genannt wurde. Die normalen Kajal Pencils. Und auch ein Produkt von NYX hat euch begeistert. Und zwar der Epic Ink Liner von NYX. Ich finde den auch gut. Ich finde aber den von Relove besser. Und der ist halt auch nur ein Bruchteil vom Preis. Also das ist sowas, was ich ziemlich gut miteinander vergleichen kann. Und wo ich auf jeden Fall eher meine Empfehlung für Relove aussprechen kann. Das könnt ihr übrigens bei Cosmetic for Less kaufen. Der kostet dann, glaube ich, nur 1,99 €, 2,99 €. Kommen wir nun zu der meistgeliebtesten Kategorie, habe ich immer das Gefühl. Das ist Lidschatten und es ist auch einer meiner liebsten Kategorien neben Blush. Das habe ich euch im Video von gestern schon gesagt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz klassisch mit einer Eyeshadow Base, die unfassbar häufig genannt wurde. Und zwar von Manhattan. Die Lidschatten Base Endless Day Eyeshadow Primer. Das hat euch sehr begeistert und auch die Bewertungen bei DM sprechen für sich. Finde ich sehr schön. Ich bin tatsächlich eher so Team, ich trage Concealer als Lidschatten Primer. Ich weiß, dass viele das komisch finden, funktioniert aber einfach für mich, deswegen mache ich es so. Und jetzt müssen wir einmal kurz darüber reden, wie sehr BH Cosmetics in eure Jahresfavoriten im Thema Lidschatten eingeschlagen hat. Wow, also ich war wirklich
Das ist scheinbar so ein Ding bei euch, ne? Als erstes die Hanging in Hawaii Palette. Das ist ja eine von diesen Städtepaletten. Ja, finde ich sehr, sehr hübsch. Scheint eine sehr neutrale Palette zu sein. Vielleicht ist sie so ein bisschen deswegen an mir vorbeigegangen. Also ich kannte sie, aber sie begeistert mich jetzt nicht so sehr, dass ich sie mir kaufen wollte. Dann fand ich es auch interessant, dass von Catrice die Five in a Box Paletten genannt wurden. Aber nicht, dass die explizit genannt wurden. Die eine Farbe, die oft genannt wurde, habe ich mir schon gedacht, dass sie sehr beliebt ist, auch eine sehr neutrale. Aber scheinbar haben auch die 5er-Variante in Blau euch sehr begeistert. Und da bin ich halt gar nicht dabei. Also fand ich unfassbar schlecht. Also wirklich, hat mir gar nicht gefallen. Und das sieht man wieder, wie unterschiedlich wir sind. Und dann fand ich auch, dass es ist jedes Jahr wirklich immer, oder auch wenn ich so generell nach Favoriten in die Schatten frage, sagen so oft Leute die Monolithschatten von Trended Up. Und ich bin immer so, Monolithschatten? Ich dachte, Monolithschatten benutzt quasi fast keiner mehr. Also ich mache das ab und zu, aber die meisten Leute mögen Paletten, ich auch. Und ja, die Monolithschatten von Trended Up sind wieder mal im Favoritenvideo gelandet, denn ihr liebt sie, deswegen sind sie hier. Ich erfülle euch den Traum, dass das Ganze hier drin ist und alle Leute wissen sollen, dass die Monolithschatten von Trended Up super sind. Dann geht's weiter mit der Catrice und Essence und Disney Kollaboration. Da hat euch besonders die Belle Palette begeistert. Das kam ja auch relativ gegen Ende des Jahres. Ich muss sagen, ich finde die wirklich auch sehr schön. Ist auch, ich würde sagen, meine Lieblingspalette aus der gesamten Kollektion. Zusammen mit der von Mulan auf jeden Fall. Das ist aber dann ja Essence. Und dann kommen wir auch schon direkt wieder zurück zu BH Cosmetics, die jetzt auch das ganze Feld hier aufräumen. Also halten wir uns fest. Wir starten mit den Birthstone Paletten. Die sind ja immer zu Beginn eines Monats rausgekommen und haben dann halt den jeweiligen Geburtsstein gehabt. Bei mir war das dann zum Beispiel die Aquamarine Palette, denn ich bin im März geboren und deswegen das. Und das hat euch wohl begeistert, genau wie die Emerald Palette vom Mai. Die fand ich auch sehr schön. Ja, generell wurden aber sehr viele genannt. Also durch die Bank weg waren die wohl so, dass sie euch begeistert haben. Und auch eine Palette, wo ich total hinterstehen kann, auch die würde ich auf jeden Fall nennen, ist die Passion in Paris Palette. Die ist auch so toll. Die hat tolle Blau- und Lila-Töne. Und das hat sich natürlich dann auch in mein Herz geschlichen. Ich liebe sie. Die ist so toll. Ich trage die so gerne. Greife auch sehr häufig danach in letzter Zeit wieder. Und Trommelwirbel für keine Überraschung. Denn die BH Cosmetics 1991 Palette hat euch auch in 2021 begeistert. Und ich muss sagen, ich mag sie auch. Ich benutze tatsächlich am liebsten aber nur die Duochrome, also Farben aus der Palette. Aber das ist einfach so total mein Ding. So für so einen Monolog liebe ich einfach diese Duochrome Shades, die in der Palette sind. Beim Thema Lippen wart ihr euch auch wirklich sehr einig. Also da habe ich kaum Ausreißer gehabt. Es wurde eigentlich ziemlich immer das Gleiche genannt, was ich wirklich cool finde, wenn halt so viele Leute ihre Meinung da lassen und man dann so einen hohen Überschneidungsgrad hat. Einfach total spannend. Und wir starten als erstes mit Revlon Loves Me und den Stay Forever Lip Glossen. Die gab es auch früher schon von Revlon de Loupe Young. Das ist einfach dann umgepackt worden in ein anderes Packaging. Und auch da, weiß ich, waren die sehr beliebt. Die erinnern mich so von der Aufmachung her total an die Manhattan Forever Last, heißen die da, glaube ich. Die habe ich zum Beispiel gerade so 2015, 16, so am Beginn von meinem Studium, ständig auch getragen. Und die halten wohl mega und begeistern euch sehr. Einfach aufgrund auch der Maskenthematik war nämlich auch viel genannt. Außerdem von Maybelline das Superstay 24-Stunden-Teil, was nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Farbe und Pflege, also das ist ja immer dieses Zwei-Phasen-Ding, habe ich tatsächlich noch nie getestet. Und dann fand ich das richtig, richtig interessant. Aus der Glowing Goals Limited Edition, das Lippenöl
wurde auch echt häufig genannt, was mich sehr gefreut hat. Ich durfte genau diese Limited Edition auf dem Essence-Kanal vorstellen. Ich bin ja Teil des Essence-Kanals. Ich bin auch regelmäßig zu sehen und immer auch noch sehr glücklich darüber. Es ist einfach cool. Und ich mag das auch sehr. Ich benutze es auch regelmäßig. Deswegen hat mich auch das gefreut, das zu sehen. Und was ich auch sehr feiere, sind diese Lifter-Glosse von Maybelline. Auch total schöner Tragekomfort. Also ich habe jetzt gerade hier einen von Essence. Alles, was ich trage, übrigens in der Infobox. Und schaut mal, wie orange der ist. Das wird so super aussehen, ne? Aber meine eigenen Lippen sind halt leider so rosa, dass wenn ich keinen Lip Liner trage, dass es immer rosa aussieht. Jedenfalls mag ich diese hier auch sehr gerne. Die sind sehr ähnlich zu diesem hier. Das sind die alten Essence-Glosse. Ganz wichtig, die alten. Kommen wir gleich noch zu. Als nächstes habe ich hier eine Lippenpflege. Und zwar wurde Balea-Lippenpflege ganz, ganz oft genannt. Ganz besonders halt diese Soft-Cookie-Reihe. Die haben ja immer verschiedenste Limited Editions. Und dann kommen wir nämlich dazu. Die Lipglosse von Essence wurden auch sehr häufig genannt. Extreme Shine Volume. Und das sind einfach diese, es gibt diese Plumping-Variante. Ich weiß nicht, ob es bei den Extreme Shine auch so ist. Weil das hier ist ja noch Shine, Shine, Shine Wet Look Lip Gloss. Ich habe einen von den neuen Essence Glossen letztes Jahr ausprobiert. Und dann war das auch mit diesem Minze. Und ich hasse ja Minze in Lippenprodukten. Deswegen, ich weiß nicht, ob das hier mit Minze ist. Aber ich mag auf jeden Fall die alten lieber. Mascara, das ist auch so ein Thema, das spaltet die Geister, ne? Finde ich auch immer total spannend. Bei mir gibt es nur auch eigentlich eine Variante von Mascara, die für mich funktioniert. Wie zum Beispiel direkt das erste, was sehr häufig genannt wurde. Die Ultimate Extreme Mascara Crazy Volume von Essence. Das ist mit einer meiner absoluten Lieblingsmascaras. Ich finde die super, super, super toll. Die neue in Waterproof ist irgendwie... Das ist ein Unfall. Das ist einfach grauenhaft. Das sollte man nicht kaufen, aber die Originale finde ich toll. Und natürlich wurde auch wieder die Lash Princess Mascara fleißig benannt von euch. Besonders die grüne in diesem Fall. Ja, letztes Jahr waren es auf jeden Fall mehrere. Und die Sky High Mascara von Maybelline hat ja auch so total diesen super Hype ausgelöst letztes Jahr. War ich nur so semi mit dabei, muss ich sagen. Mich nervt dieses Abschminken, weil das ja so eine ist, die so eine Hülle um eure Wimpern macht, so eine Tube-Mascara. Mag ich nicht so gerne und ich habe sie dann zum Schluss jetzt eigentlich auch immer nur für meine unteren Wimpern benutzt tatsächlich. Dann auch eine, die sehr oft genannt wurde, die Wimperntusche von Catrice Lift Up Volume and Lift Mascara. Habe ich nicht getestet, wart ihr sehr begeistert. Eine, wo ich nicht zustimmen kann, nach meinem persönlichen Empfinden, ist von Catrice die Lashes to Kill No Panda Eyes Smudge Proof Mascara. Also funktioniert bei mir gleich 0,0%, aber wie gesagt, wir sind super individuell. Dann die Glam & Doll False Lashes Mascara in Waterproof, auch so ein Klassiker irgendwie, oder? Und dann eine Mascara, die ich einfach richtig schlimm finde, ist die Better Than Yours Mascara von Rival de Loup, die so unfassbar gute Bewertungen hat und ich weiß nicht, warum. Ja, also Faserbürstchen funktionieren halt bei mir generell nicht, aber ich fand die einfach besonders schlecht. Es ist einfach total interessant, wie unterschiedlich wir alle sind und was wir mögen. Von Benefit hat es auch noch eine Mascara hier reingeschafft, die sehr oft genannt wurde. Die Roller Lash Mascara. Ich habe das auch gestern schon im Video gesagt. Ich habe hier nicht nur Drogerie drin, ab und zu habt ihr auch sehr große High-End-Favoriten gehabt. Und die wollte ich euch dann einfach auch nicht vorenthalten. Und dann noch von Benefit die Bad Girl Bang Mascara in Waterproof. Ich liebe die Bad Girl Bang Mascara. Ich trage sie auch heute tatsächlich in meinem Gesicht. Auch wenn ihr davon nicht so viel seht, weil ich richtig Bock auf diese Lashes hatte. Die toll zu meinem Hello Eye passen. Ja, deswegen seht ihr davon nicht so viel. Und dann kommen wir jetzt zur Kategorie Nagellack und Tools, also auch Pinsel und sowas, was euch begeistert hat. Und wir starten als erstes auch mit einem Favoriten von mir, nämlich den Unterlack Extreme Last Base Coat von Essence. Ich habe immer genau den und von Catrice diesen Gel Überlack. Und nur damit halten meine Nägel auch so lange, wie sie halten. Ich habe gerade auch wieder das drauf. Ich liebe es einfach, hält super. Ist auch ein Nagellack von Essence, auch in der Infobox. Und die HD Gel Nagellacke
die haben euch ebenfalls begeistert. Damit habe ich euch, glaube ich, auch viel so ein bisschen angesteckt, auf Instagram besonders auch, weil ich die einfach liebe. Die trocknen so schnell. Das ist einfach toll, in 45 Sekunden. Und das stimmt wirklich. Einfach mega. Man ist so schnell fertig. Und die Farbe Lazy Daisy hat es euch auch sehr angetan, genau wie mir. Das fand ich immer sehr witzig, weil eine Lazy Daisy bin ich nicht unbedingt. Aber ich fand es voll süß, weil ich habe mich erst in die Farbe verliebt, dann den Namen gelesen. Genau, genau wie die Shine Last and Go Gel Nail Polishes von Essence. Und die letzte Farbe, die ihr jetzt hier sehen könnt, die Farbe Sweet Dreams, ist auch die, die ich gerade trage. Ja, hat euch begeistert, begeistert mich auch. Halten bei mir, aber wie gesagt, nur mit dem Unterlack und dem speziellen Überlack. Also, ja, sind aber mit meinen liebsten Nagellacke eigentlich. Und euch haben die Essence-Pinsel begeistert. Fand ich auch sehr cool. Ich finde immer, die haben wirklich ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man wirklich etwas in der Drogerie sucht. Ansonsten finde ich immer, haben zum Beispiel auch die Leni Brushes, also von Cosmetic for Less, die Eigenmarke, auch wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kann auf jeden Fall in der Liga da mitspielen. Und die Qualität ist auch unfassbar gut. Also falls ihr mal dort schauen wollt. Und dann kommen wir noch zur Kategorie Primer. Und das ist ja auch sowas, was sucht man, was möchte man, welche Haut hat man, ganz individuell. Euch hat auf jeden Fall der Essence Hello Good Stuff Primer begeistert, der mit Blaubeere drin. Das Ganze soll nämlich Hydrating und Plumping sein. Habe ich noch gar nicht getestet. Klingt interessant, werde ich ausprobieren. Dann auch, konnte euch sehr begeistern von Catrice, der Primer aus der Clean ID-Reihe mit der Anti-Redness-Formulierung. Das ist ja gerade auch immer für Leute mit vielen Unreinheiten und die haben oft ja dann auch oft ein gerötetes Gesicht, weil die Stellen halt alle empfindlich sind. Und ja, genau. Also ich hatte das früher zum Beispiel ganz stark mit meiner Akne. Ich hatte immer sehr viel Röte im Gesicht und habe sowas auch geliebt. Deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr gut verstehen, darum das hier mit dabei ist. Und ein ganzes Gegenteil zu dem, was ich mag. Matte and Poreless von Rival Loves Me hat euch auch sehr begeistert, hat auch sehr gute Bewertungen auf Rossmann. Ist für mich persönlich nichts, aber es gibt wirklich tolle Primer auch von Rival Loves Me, auch für mich. Und der Hello Good Stuff Face Primer von Essence mit Hanf hat euch auch sehr begeistert und hat, ja, glaube ich, auch für viele Hauttypen etwas Gutes. Das waren jetzt alle Produkte von Jahresfavoriten Video Teil 2. Schaut sehr gerne beim ersten Teil vorbei. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!